Jo, also Universalist hier und ich mache hier einfach mal so ein kleines Review, just for fun, mit dem Motorola Motorphone F3. Super Handy, entwickelt für Entwicklungsländer, gab es mal für 5 Euro im Konrad, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Innen drin sieht es so aus. Ich habe hier mal eins aufgemacht für ein Experiment. Es lässt sich leider relativ schlecht durchleuchten. Aber ich habe mir das mal so ein bisschen von innen angeguckt und es ist sehr interessant. Hier ist so eine Art dünne Schaumschicht mit kleinen Bläschen drin, die man unter dem Mikroskop sehen kann, die dann unter Spannung ihre Farbe ändern. Und der Witz an dem Telefon ist, es ist super simpel, es ist biegbar und man kann es wieder zusammenstecken, nachdem man es kaputt gemacht hat, so wie ich. So. Gehäuse, Lautsprecher ist wichtig. Ah, das kann ab. Hier gehört nämlich das Motorola-Logo hin. Ohne sollte es nicht sein. So. Und genau, was fehlt jetzt noch? Der Akku. Und die Ladebuchse fürs Netzteil lasse ich mal aus, weil lasse ich mal raus. Hier ist auch noch ein extra Teil. So, Akku rein. Mal gucken, was es sagt. Oh, da tut sich was. Okay. Also schalten wir es mal ein. Wow. Ist das geil. Ups, okay, jetzt war die Batterie. Jetzt ist der Batteriekontakt lose gekommen. Oh. Man kann, das Display ist nicht durchsichtig, also ist auf der Leiterplatte drauf. Das heißt, ich kann das leider für mein Bastelprojekt nicht verwenden. Aber oh. Ich dachte mir, es interessiert euch vielleicht, wie das so darin aussieht. Genau. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel Spaß mit dem Telefon, falls ihr euch jetzt so eins besorgt. Und gute Nacht.